Werner Berggruen, Erzählung vom Zeitlichen und vom Ewigen. Am Tage vor Kreuzerfindung im leuchtenden Frühling waren die Abgesandten der Herren und Städte eingeritten. Es hielt sich viel Volk auf den Straßen auf, um die Ankömmlinge zu sehen, die mit großem Glanz und stattlichem Gefolge prangten. Was aber den Müßigen noch mehr zu reden Anlass gab als Rüstungen, Dienerschaft und Rosse, das war das hohe Alter der Gesandten, deren manche gekrümmt und versunken in ihren reichen Sätteln kauerten und aus scharf gebliebenen Augen gelassen über die Gaffer hinwegsahen. Der Älteste war Piero della Spina, der Gesandte des Markgrafen von Bola, ein 97-jähriger Mann, der nicht mehr zu Pferde steigen konnte und in einer prunkvollen Sänfte durch die Porta Maggiore in die Stadt getragen wurde. Es hatten damals die Minoritenbrüder ihre Predigten angehoben. Sie gingen durch die Ortschaften und mahnten zum Frieden. Das Volk lief zusammen und hörte auf sie. Unter den Vornehmen fanden sich einige von der Botschaft der Bettelmönche im Herzen angerührt. Die übrigen merkten, wohin der Wind wehte, und auch mussten sie sich sagen, dass mit Hadern und Fehdeführen wenig gewonnen worden war. Darum war eine Anzahl von Städten und selbstständigen Herren übereingekommen, miteinander einen ewigen Frieden zu schließen und einen ewigen Bund zu machen. Zu diesem Behufe sollte eine Versammlung ihrer Abgesandten am Kreuzerfindungstage zusammentreten. Sie hatten aber miteinander ausbedungen, dass kein Gesandter geschickt werden sollte, der nicht das 70. Jahr bereits überschritten hätte, damit nicht jugendliche Eigensucht oder Ungeduld das Werk der Einung gefährdete. Und fast sah es aus, als wollten sie jetzt in den Lebensjahren ihrer Abgeordneten miteinander wetteifern, wie sie vorher an kriegerischen Zurüstungen gewetteifert hatten. Am Kreuzerfindungstage hörten die Vertreter der Herren und Städte miteinander die Messe im Dom und begaben sich dann in den Konvent zum Heiligen Geist, in welchem die Beratungen statthaben sollten. Es war hier in der gewölbten Halle eine lange Tafel aufgestellt, an der saßen die drei Ältesten und prüften die Vollmachten, und wessen Vollmacht für gültig befunden war, der setzte sich dazu. Da waren nun Leute von allerlei Art, kleine, listige Greise mit boshaften Augen und flinken und zuckenden Bewegungen, und hohe, sehnige Männer, deren Körper die Jahre von Haut und Knochen getrocknet hatten, mit scharfen Raubvogelnasen und faltigen Lippen, die über verschwundenen Zähnen eingefallen waren. Lederzähe und fettgedunsene und auch solche, die eine große, milde und sanftmütige Klugheit hatten. Alle die Gesandten hatten ihre Plätze eingenommen, bis auf einen, welchen die übrigen mit Verwunderung betrachteten, ohne recht zu wissen, was sie aus ihm machen sollten. Das war Gian Giacomo de Mironi, ein reich, aber ohne Sorgfalt gekleideter Mann, dem man mit einem Blicke ansah, dass er nicht älter sein konnte als 30 und einige Jahre. Er hatte eine bleiche Gesichtsfarbe und Augen, in welchen die kalte Glut eines ungemessenen Ehrgeizes brannte, dazu Lippen, deren Winkel sich tief nach unten zogen. Dieser Mann trat auf Piero della Spina zu, verneigte sich vor ihm und seinen beiden Beisitzern und nannte dann seinen Namen und den seiner Stadt. Darauf überreichte er ihnen seine Vollmacht. Piero della Spina las sie und gab sie dann den beiden anderen. Als auch diese sie gelesen hatten, sagte er: »Eure Vollmacht, Messer Gian Giacomo de Mironi, ist gültig und gut. Allein die Herren eurer Stadt scheinen unsere Abrede vergessen zu haben. Wie alt seid ihr?«
Der Gesandte lächelte mit einer Mischung von Höflichkeit und Geringschätzung, wie es seine Art war, und erwiderte: »Ich kann es euch nicht genau auf das Jahr sagen, Messer Piero della Spina. Allein es ist gewiss, dass ich das 100. Jahr überschritten habe.« Die Greise sahen ihn groß an. Er erklärte sich: »Als ich ein Knabe war, da gingen diese erlauchten und edlen Städte, deren Abgesandte hier sitzen, miteinander einen Bund auf 40 Jahre ein. Dieses Bundesende habe ich erlebt. Auch erinnere ich mich an den Landfrieden, welchen die Häuser Frangipani und Orsini zu Rom mit dem Heiligen Vater aufrichteten, auf 50 Jahre. Dieses Landfriedensende habe ich gleichermaßen erlebt. Und ferner gedenke ich an das Bündnis der lombardischen Städte, welches für 30 Jahre geschlossen wurde, und auch sein Ende habe ich erlebt. Daran mögt ihr erkennen, dass ich über 100 Jahre alt sein muss. Und darum hat die Signoria meiner Vaterstadt gemeint, ich sei alt genug, um nun auch einen ewigen Frieden und einen ewigen Bund schließen zu helfen.« Einige ärgerten sich über diese Worte, andere lachten beifällig. Piero della Spina aber meinte, es würde ein schlechtes Vorzeichen sein, wollte man die Friedensberatung mit einem Streit beginnen, statt mit Entgegenkommen und Versöhnlichkeit. So erkannten sie Gian Giacomo de Mironi an, als von seiner Stadt zu Recht entsandt, und er setzte sich zu den übrigen an die Tafel. Es war ihm eine Anzahl von Reitern mitgegeben worden, mit der Bestimmung, dass er täglich einen Boten schickte, um über den Gang der Verhandlungen Bericht zu tun. Am ungeduldigsten aber wartete seine Stadt auf die erste Nachricht, denn man war sich nicht gewiss, ob es Gian Giacomo de Mironi dahin bringen werde, dass die anderen ihn als Gesandten anerkannten. Eifer und Ehrgeiz hatten in seiner Vaterstadt bereits manchen Dienst leisten lassen. Hier aber glaubte er, eine Gelegenheit zu sehen, sich in der entschiedensten Weise hervorzutun und seinen Aufstieg nicht nur zu sichern, sondern auch zu beschleunigen. Darum hatte er der Signoria vorgestellt, man tue am besten, sich an die Abrede wegen des Alters der Gesandten nicht zu kehren. So habe man den Vorteil, unter den Fähigsten wählen zu können, während die übrigen Gemeinwesen in ihrer Wahl beschränkt blieben. Es müsse nur der zu Wählende geschickt und beredt genug sein, um seine Anerkennung durchzusetzen. Sein Wort galt viel, man pflichtete ihm bei und bestimmte ihn selbst, wie er es gewünscht und erwartet hatte. Unter den ausgesuchten Leuten seiner Begleitung war der stattlichste der junge Massagnone, welcher bei der Zunft der Wollweber eingeschrieben war. Diesen entsandte er noch am Abend des Kreuzerfindungstages mit der Nachricht seiner Anerkennung und der Versicherung seiner Zuversicht. Es werde ihm gelingen, Nachgiebigkeit und Beharrlichkeit so geschickt gegeneinander abzuwägen, dass der zu schließende Vertrag seiner Stadt alle erwünschten Vorteile gewinnen müsse. Massagnone ritt mit dieser Botschaft davon, anzusehen wie ein rechter Siegesherold in der Schönheit und Kraft seiner jungen Jahre, und die Blütenzweige schimmerten allenthalben an den Straßenrändern. Am folgenden Tage langte er zu später Stunde an, überreichte das mitgebrachte Schreiben, erstattete seinen Bericht und begab sich zu Fuß in das Haus des Gian Giacomo de Mironi. Der Gesandte hatte eine schöne junge Frau, die wohl an seinem Willen zur Macht und Ansehen ihren Anteil nahm, es aber nicht verstehen wollte, dass solches Streben keine Nebenbuhlerschaft leidet und manches andere über ihm zurückgesetzt werden muss. Die Dienerschaft wusste,
das Massagnone der Gesandtschaft zugeteilt worden war. So führte man ihn augenblicks zur Herrin, die er zierlich begrüßte. »Mein erster Weg war zur Signoria, mein zweiter ist zu euch, Madonna Gemma«, sagte er und teilte der Frau mit, was er der Signoria mitgeteilt hatte. Sie fragte, ob ihr Mann ihn zu ihr schicke. »Nein, Madonna Gemma, ich bin aus freien Stücken gekommen, weil ich meinte, ihr würdet an dieser Botschaft Freude haben.« »Hat mein Herr euch keinen Gruß für mich aufgetragen, keinen kurzen Brief mitgegeben?« »Nein, Madonna Gemma«, erwiderte Massagnone, wie es auch die Wahrheit war. Die Frau machte ein finsteres Gesicht, welches ihrer Schönheit schadete. Dann aber bedachte sie sich rasch und fragte den Boten freundlich, ob er schon zu Nacht gegessen habe. »Nein«, antwortete Massagnone, »ich habe mir auch unterwegs nur wenig Zeit zum Rasten genommen und mein Pferd fast zu Schanden geritten.« Nun bat sie ihn, seine Rüstung abzulegen, und er stand in seinem kostbaren Gewande vor ihr, beglänzt von der jugendlichen Freude an der gebrachten Botschaft, dem gefundenen Empfang, dem sich verheißenden Abenteuer. Sie ließ ein ausgewähltes Mahl herrichten und saß bei ihm, während er aß und trank, nachdem sie ihr Gesinde zur Ruhe geschickt hatte. Massagnone sah Madonna Gemma aus brennenden Augen an und sagte, »Es will sich nicht schicken, dass eine schöne und junge Frau einen Greis zum Gatten hat. Euer Mann aber ist in Wahrheit über 100 Jahre alt.« Einige Tage darauf erließ die Signoria an Gian Giacomo de Mironi ein Schreiben, in welchem sie dankbar anerkannte, was er bisher erreicht hatte, und ihn noch auf verschiedene Punkte hinwies, die er bei den Unterhandlungen in Rechnung setzen sollte. Mit diesem Brief wurde ein Bote abgeschickt, welcher bedächtig und ein Mann von Jahren war. Nachdem er dem Gesandten das Schreiben übergeben hatte, sagte er ihm in aller Bescheidenheit und mit redlichem Ernst, er sei ums Morgengrauen ausgeritten und habe dabei den Wollweber Massagnone heimlich des Gian Giacomo de Mironi Haus verlassen sehen. Gian Giacomo de Mironi zuckte zusammen, biss sich auf die Lippen und wandte sich ab. Nach einer Weile kehrte er dem Boten sein Gesicht wieder zu, gab ihm Geld und hieß ihn schweigen, was der Bote auch eidlich gelobte. Darauf trachtete der Gesandte vorderhand zu vergessen, was er gehört hatte, denn er bedurfte aller Klarheit und Kraft seines Geistes zu seiner Arbeit. Und so groß war sein Ehrgeiz und die Stärke seines Willens, dass ihm solches Vergessen gelang. Die Verhandlungen mit den Greisen, den Zähen und den Friedfertigen währten einige Wochen. Dann wurde der Vertrag unterschrieben, welcher einen ewigen Frieden und ein ewiges Bündnis aufrichtete. Einige freuten sich über das Erreichte, andere murrten darüber, dass Gian Giacomo de Mironi seiner Stadt so wichtige Vorteile und Vergünstigungen zu sichern gewusst hatte. Hierauf empfingen die Gesandten miteinander im Dom den Leib des Erlösers, dem geschlossenen Bunde zur Besiegelung. Als sie aus dem Portale traten, zu dessen Seiten die beiden altertümlichen Löwen aus weißem Marmor standen, da sagte Gian Giacomo di Mironi, »Ich habe geglaubt, ich müsse sterben wie andere auch. Nun aber ist mir ein ewiges Leben gewiss, denn ich habe einen ewigen Frieden unterschrieben und weiß doch, dass ich sein Ende erleben werde. Es ist mit jeder Art Ewigkeit nicht anders als mit den ewigen Lampen in den Kirchen. Füllt man das Öl rechtzeitig wieder auf, so mögen sie wohl eine Zeit lang brennen.« Piero della Spina verwies ihm diese Worte,
sprach von der Predigt der Minoritenbrüder und sagte, mit solchen Gesinnungen hätte Gian Giacomo de Mironi den Vertrag nicht unterzeichnen und seine Stadt hätte einen anderen Gesandten schicken sollen. »Das hätte euch wohl gefallen«, erwiderte jener. Dann trennten sie sich und es kehrte ein jeder in die Stadt zurück, welche ihn gesandt hatte. Gian Giacomo de Mironi hatte die Signoria durch seine Boten von allem in Kenntnis erhalten. Daher wurde er jetzt mit großen Ehren empfangen. Die Signoria hatte sich mit den Vorstehern der Zünfte vereinigt, mit denen sie sonst häufig in Hader gewesen war, und sie überreichten dem Heimgekehrten gemeinsam eine goldene Halskette mit einer Schaumünze. Die Münze trug eine Inschrift, welche die Verdienste des Gesandten pries und in der ewigen Dankbarkeit seiner Mitbürger versicherte. Und nun, da es ihm selbst galt, fiel es ihm nicht ein, wie spottenswürdig dieses Wort ewig ihm noch vor wenigen Tagen erschienen war. Von dem Palast der Signoria begab er sich nach Hause, und jetzt endlich überließ er sich dem Gedanken an das, was der Bote ihm berichtet hatte. Madonna Gemma empfing ihn und wollte ihm Glück wünschen. Er stieß sie zurück. »Ich weiß, was mit Massagnone geschehen ist.« Die Frau wurde bleich. »Du kannst nicht leugnen. Ich werde dich töten. Hast du mir nicht vor dem Priester ewige Treue geschworen?« Madonna Gemma lachte, halb böse, halb furchtsam. Dann sagte sie, »Das habe ich, allein du selbst hast uns gelehrt, die Ewigkeit mit zeitlichem Maße zu messen.« Er wollte sich auf sie stürzen, aber sie schützte sich, indem sie hinter den langen Tisch des Gemaches trat. Eine Weile starrten sie sich an. Gian Giacomo de Mironi erwog, welche Schande es ihm brächte, wenn seine Hahnreischaft ruchbar würde, dadurch, dass er seine Frau nach Gebühr strafte. Er hatte viel erreicht und wollte noch mehr erreichen. Allein ein betrogener Ehemann ist lächerlich und ein Lächerlicher kann kein Ansehen haben. Madonna Gemma mochte seine Gedanken von seinem Gesichte lesen und sagte, »Kümmere dich nicht um Geschwätz. Ich kann dir einen großen Dienst leisten. Du weißt, dass mein Bruder neidisch auf dich ist. Aber ich kann meinen Vater und meine Oheime dahin bringen, dass sie alle deine Pläne fördern. Dann wird auch mein Bruder dir zur Seite treten. Ich habe große Dinge mit dir im Sinn. Du sollst die Signoria stürzen und deine eigene Herrschaft aufrichten, wie entschlossene Männer es in anderen Städten getan haben. Das vermagst du aber nicht ohne die Hilfe meiner Verwandtschaft.« »Ich werde Massagnone töten«, sagte er. »Das wirst du nicht tun«, erwiderte die Frau. »Massagnone hat einen großen Anhang unter der Handwerkerschaft und allen kleinen Leuten. Er wird reden und dich und mich in Schande bringen.« »Nein, davor wird er sich hüten. Er ist kein Schwätzer. Und zudem weiß er, dass er in dieser Sache jedes unnütze Wort zum Tode bringen könnte.« Darauf machten die Eheleute einen Frieden. Von nun an hielt Gian Giacomo de Mironi sein Haus und sein Weib so wohl verwahrt, dass Massagnone keinen Zugang zu ihr finden konnte. Hierauf antwortete dieser in seinem Gemüt nicht wie ein Liebender, der vom Gegenstand seiner Sehnsucht getrennt ist, sondern wie ein herrischer Mann, der seinen leidenschaftlichen Willen beschränkt sieht. Massagnone hatte von einem Glanz gekostet, der ihm sein Wollweberleben verleidete. Als sie in die fremde Stadt eingeritten waren, da hatten, so meinte er, die Leute mehr auf ihn geschaut als auf den Gesandten selbst. Heimgekehrt hatte er einen rauschmächtigen Herrn Glückes genossen. Er begann, sich mit verbissenem Eifer den Zunftgeschäften hinzugeben
Und er erreichte es bald, dass er zum Vorsteher gewählt wurde, obwohl er noch nicht das vorgeschriebene Alter hatte. Hierin kam ihm das Beispiel des Gian Giacomo de Mirone zustatten. Da die Stadt nach außen hin Frieden hatte, so kümmerten sich die Bürger mehr um die Dinge der städtischen Herrschaft und Verwaltung als ehedem. Massagnone führte in der Stille das Wort unter seinen Leuten und hielt ihnen das Beispiel anderer Städte vor, in welchen die Zünfte den Adel vertrieben und die Regierung an sich genommen hatten. Viele hörten auf ihn. In dieser Zeit kam ein Gerücht auf, Gian Giacomo de Mironi wolle sich mit Hilfe der Verwandtschaft seiner Frau zum Alleinherrscher machen. Die Signoria, in welcher sein Schwiegervater und dessen Brüder von Einfluss waren, unternahm nichts. Aber die Zünfte traten eines Nachts unter die Waffen und besetzten die Stadttore und den Palast der Signoria. Und mit so viel Heimlichkeit und Geschick hatte Massagnone seine Vorbereitungen getrieben, dass die Absicht erst ruchbar wurde, als ihr nichts mehr in den Weg gestellt werden konnte. Im Morgengrauen wurde Gian Giacomo di Mironi geweckt. Einer seiner Vertrauten brachte ihm die Nachricht. Er rief nach einem Diener, nach Waffen und Rüstungsstücken. Ehe er das Haus verließ, ging er noch einmal zu seiner Frau, die sich im Bette dehnte. »Du bist schuld«, rief er ihr zu. »Du hast mich gehindert, Massagnone zu töten.« Die Frau krümmte achselzuckend die Lippen und erwiderte nichts. Gian Giacomo de Mironi eilte zu seinem Schwiegervater und rief Freundschaft und Verwandtschaft zur Ratschlagung zusammen. Einige kamen, andere blieben daheim. Es zeigte sich, dass die Geschlechter unter sich uneins waren. Manche Herren verschanzten sich in ihren Turmhäusern und blieben auf die eigene Sicherheit bedacht. Andere meinten, man müsse sich zunächst der Zunfthäuser bemächtigen. Gian Giacomo di Mironi aber verlangte den Angriff auf die Stadttore und den Palast der Signoria und dachte daran, er werde Massagnone im Kampf begegnen und ihn mit den eigenen Händen töten. Die Anwesenden widerstanden seiner Beredsamkeit nicht. Aber unter den Nichtgekommenen waren einige mächtige Männer, deren man zu bedürfen meinte. Als alles vereinbart war, machte Gian Giacomo di Mironi sich mit geringer Begleitung auf, um zu ihnen zu gehen und sie zu gewinnen. Es hieß, die Straßen jenes Stadtviertels, in welchem vorzugsweise die Geschlechter ihre Sitze hatten, seien noch sicher. Aber in einem schmalen Bogengang hinter San Michele sprangen plötzlich Bewaffnete aus den Häusern. In wenigen Augenblicken war Gian Giacomo di Mironi von seinen Begleitern getrennt, niedergeworfen und gefesselt. Darauf führten sie ihn zum Palast der Signoria, dessen Turm die städtischen Gefängnisse beherbergte. An diesem Tage fanden auf Straßen und Plätzen einige Kämpfe statt, in welchen, da es den Geschlechtern an einem Anführer und an einheitlichem Willen fehlte, die Partei der Zünfte die Oberhand gewann. So wurde die Herrschaft des Volkes ausgerufen. Die Leute liefen auf den Straßen einher im Überschuss ihres jungen Machtglückes und sagten, jetzt wollten sie die Stadt groß machen. Vor dem Krieg führen scheuten sie sich nicht. Nun sie wüssten, dass jedes Siegesertrag ihnen selbst zugute kommen müsse. Um Bündnisse und Friedensverträge der Signoria brauchten sie sich nicht zu kümmern. Als Massagnone seine Sache für gewonnen halten durfte, da trennte er sich gegen Abend von den Seinen und ging zum Hause des Gian Giacomo de Mironi. Er stand vor dem roten, backsteinernen Gemäuer, das im Licht der schon schräg fallenden Sonnenstrahlen glühte,
und rief zum Turme hinauf, man möge ihm öffnen, er habe Madonna Gemma Botschaft von ihrem Manne zu bringen. Zwischen den schwalbenschwänzigen Zinnen der Turmbrüstung erschien ein gepanzerter Mann, neigte den Oberkörper vor und rief hinunter, er wisse nicht, mit wem er es zu schaffen habe. Dürfe man sich da trauen, ihn einzulassen? »Ich bin Massagnone«, antwortete dieser stolz. Der Mann auf dem Turme schien zu zweifeln und drückte seine Ungewissheit mit allerlei Bewegungen aus. Massagnone verlor die Geduld. »Sieh doch her, du Tölpel«, schrie er zur Höhe. Zugleich riss er mit einer heftigen Bewegung den Helm vom Kopfe. Sein schönes Gesicht mit dem gelockten Haar flammte in der Abendsonne. Er stand in einer freien und ritterlichen Haltung. Die reich verzierte, steilerne Rüstung, die vom Halse bis zur Sohle seinen Leib einhüllte, loderte augenblendend im rötlichen Licht. Ja, er stand da, von einer Glorie umflossen und nicht unähnlich dem Bilde des riesigen Erzengels in der unlängst vollendeten großen Kirche San Michele, auf welche die Stadt stolz war. Ein Fensterladen wurde aufgestoßen. Es war im Hauptgebäude, das mit der Nordseite an den Unterbau des Turmes grenzte. Madonna Gemma beugte sich vor und rief leidenschaftlich, »Massagnone, Massagnone!« Mit einem Ruck wandte Massagnone ihr sein Gesicht zu. Ob nun der Mann von der Turmbrüstung bereits eine Absicht gehabt hatte, als er Massagnone durch seine Zweifel zum Abnehmen des Helms veranlasste, oder ob diese Absicht sich seiner erst jetzt bemächtigte, nachdem Massagnone den Kopf entblößt hatte, genug, er war hinter den Zinnenkranz zurückgetreten. Gleich danach schwirrte eine Bogensehne, Massagnone schwankte und stürzte zu Boden. Als Massagnones Tod in der Stadt bekannt wurde, da beklagten ihn viele. Aber es war nun allenthalben eine so freudige Erregung und die Leute hatten ein so hitziges Bewusstsein ihrer selbst, dass keine Trauer Bestand haben konnte. Zudem fehlte es nicht an Männern, die sich an Massagnones Stelle drängten, und bald kam ein Geflüster auf, er habe der Sache der Freiheit im Grunde nicht weniger eigensüchtig in den Weg treten wollen als Gian Giacomo de Mironi. Und so geriet die Herrschaft über die Stadt in die Hände eines Ausschusses aus den Zünften. Dieser Ausschuss beriet auch über das Schicksal des Gian Giacomo de Mironi und wurde sich einig, dass er sein Leben nicht behalten dürfe. Doch scheute man eine öffentliche Hinrichtung, da man den Anhang der Geschlechter nicht unnötig erregen wollte. Denn nach den Tagen des ersten Überschwanges hatten die Ruhigeren das Vorgewicht erlangt und nun hieß es, es sei genug, dass man den Geschlechtern die Macht nehme, man wolle sie aber weder ausrotten, noch, wie es anderswo geübt worden sei, aus der Stadt treiben. Es könne sein, dass man ihrer kriegerischen Kraft binnen kurzem gegen andere Orte bedürfen werde, und so müsse man auf billige Verständigung bedacht sein. Gian Giacomo de Mironi erwachte eines Nachts in seinem Kerker von Anruf und allerlei Geräusch. Es standen Männer um ihn, und im Hintergrunde qualmte rot-gelblich eine Fackel. Er kam nicht recht zu sich, da war alles schon vorüber, und sie hatten ihn erdrosselt mit jener goldenen Kette, die ihm Zünfte und Signoria als Zeichen einer ewigen Dankbarkeit geschenkt hatten. Den Leichnam überließ man der Witwe zur Bestattung. Massagnone war in San Michele eine öffentliche Beisetzung von großer Feierlichkeit zuteil geworden. Das Begräbnis de Gian Giacomo de Mironi aber habe, so wurde Madonna Gemma bedeutet, in Stille zu geschehen. Die Exequien wurden bei Nacht vollzogen. Es war in der Kirche der Minoritenbrüder und es war niemand zugegen als Madonna Gemma.
Die Witwe stand unbeweglich in sehr aufrechter Haltung vor dem offenen Sarge. Sie war schwarz gekleidet und unter dem dichten Schleier war ihr Gesicht nicht wahrzunehmen. Und so hätten auch die Minoriten nichts darüber aussagen können, welches der Zustand ihres Gemütes gewesen ist. Die Kerzen flackerten. Über dem Sarg klangen die Gebetsworte Requiem aeternam Donaeis Domine, Lux perpetua luceat ei, ewige Ruhe schenke ihm, o Herr, das ewige Licht leuchte ihm.